Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Let's Play Train Fever. Wir verlängern hier mal weiter kurz eine Straße und fügen noch die hier noch so ein. Komme ich eigentlich unter der Straße her? Ja, wir dürfen hier mal ganz kurz, was ist das denn? $235,000. Man muss das Geld ja auch schon irgendwo haben, ne? Nee. Jetzt ziehen wir hier noch das zweite Gleis lang. Und das kostet dieses Mal nur 122.000. So, da kommt der nächste Zug an. Diesen, ja, die Gewinne sind gut verteilt. 114 bringt die Straßenbahn hier. Dann können wir bald schon die nächste Eisenbahnlinie dran bauen. Brand Erbisdorf. Nach Essel wollten wir ja jetzt eh bald. Da könnten wir die Gleise mal weiter hinlegen. $61.000. Und jetzt muss ich hier mal ganz kurz ein bisschen $120.000. Muss jetzt gleich doch einfach mal nur ein Zug ankommen.
Steigung zu groß, Alter. Der nächste Zug kommt jetzt gleich im Bahnhof an. Mal gucken. Ja. Ja, da kommt gleich schon der nächste Zug im Bahnhof an. Und da kommt... Ja, die hat zu hohe Betriebskosten. Auf die können wir nicht aufrüsten. Von der sind die Betriebskosten so hoch. Ja, das Gleis, den Anschluss machen wir noch und schon haben wir das nächste Gleis. Da muss ein Signal hin. Und dort. Und dann am besten dort auch noch eins hin. Und schon haben wir das fertig. Von Grönheim alleine wird man da auf keinen Fall hinkommen. Was wir gerade mal machen könnten ist, hier jetzt eine Rundumlinie wieder zu machen. Da kommt die Donnerbüchse.
Obwohl, nee, das müssen wir anders machen. Und zwar müssen die Tramgleise hier mal weg. Kann man hier einen... Nein. Und währenddessen fahren natürlich auch unsere Loks schön weiter. So, und jetzt kommt hier natürlich auch der Betriebshof hin. Trams kaufen. Nehmen wir doch gleich mal... sieben. So, als erstes schicken wir doch mal Tram 9 auf Linie. Machen wir auch mal nur auf die Sichtbaren. Dann gehen wir auf eine neue Linie. Klicken darauf. Das ist schwer mit so einer eingeschränkten Sicht. Drei. Zwei. So. Und jetzt erstmal die Tram 9. Linie zuweisen. Tram 10. Linie zuweisen. Tram 11. Linie zuweisen. Was? Wieso sind denn da noch so viele im Depot? Ach, das sind vier noch. Zwölf. Linie zuweisen. 13. Linie 3. 14. Linie zuweisen. Und die 15 weisen wir jetzt auch noch der Linie hinzu. Und schon haben wir wieder genügend Trams auf der Linie, sodass auch die wieder Profit machen werden. Hier haben wir einen 56-Sekunden-Takt. Und wir können doch glatt einiges an Schulden zurückbezahlen.
Genial. Also die werden auf jeden Fall Plus machen. Sieben Leute an der Haltestelle. Ja, und sie macht natürlich auch Gewinn, so wie geplant. Alter, wie viele Leute stehen denn hier im Bahnhof? Ja. Das sind schon eine Menge Passagiere, die hier so rumstehen. Und das sind auch schon, ist auch schon fast genug Kapital, um mal hier mit der Linie weiterzubauen. Und zwar gehen wir jetzt mal so. Und dann mal so. Da kam gerade ein Zug an. Und jetzt gehen wir hier mal in die Kurve. So. 61,9. Da kommt bald schon der nächste Zug an. Also wir haben jetzt sogar gelernt, wie man relativ erfolgreiche Linien hinbekommt. Man muss halt einfach nur einen richtig guten Takt haben. Und damit hätten wir sogar schon die Linienerweiterung. Ich weiß nur noch nicht so, ob sich das jetzt so lohnen würde. Wir könnten aber schon mal... mit der ersten elektrifizierten Strecke anfangen. Zweigleisig. ...646.000... bis wir die drinnen haben, müssen wir doch noch ein bisschen warten, aber nicht allzu lange. Da hinten ist Petershausen. Jetzt brauchen wir nur noch 7.000, das haben wir nicht mehr hinbekommen. Jetzt ist ein neues Jahr, neuer Monat, und jetzt kriegen wir auch unseren Bahnhof. Hoffen wir es mal.
Nee, diesen Monat nicht. Dann kommt aber diesen Monat wieder ein Zug an. Diesen Monat ist auch kein Zug angekommen. Was ist denn mit den Zügen gerade los? Fünfhundertvierundsiebzigtausend. Ah. Gut. So. Hoffentlich... Ach, das ist nur der Kesselwagen. Das ist nicht so wichtiges. Gut. Ja, das war's für diese Folge. Sie ist schon wieder so überraschend vorbei. Das gefällt mir eigentlich selber nie. Die Strecke wird hier nach Karlsfeld führen. Und dafür bauen wir auch schon mal eine Abbiege. Denn das soll nicht Teil der Hauptlinie werden, der Teil nach Karlsfeld. Was kommt da? Da kommt der Benz.
Da schwebt aber etwas. Alter, was wäre das denn für eine... So. Aber ich glaube, bevor ich die Folge sofort beende, machen wir das hier eben. Aber ich glaube doch, hoch in die Berge. Zwar nicht unbedingt vernünftiger, aber günstiger. Günstiger auf alle Male. Und jetzt führen wir hier wieder herunter. Und damit war's das für diese Folge. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal vom Let's Play Train Fever. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und bye bye.